So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz des vorletzten Punktspiels dieser Saison, des 37. Spieltags zwischen dem FSV 63 und Waldo und der VSG Antinike. Herzlich willkommen unseren beiden Trainern, Carsten Heine von VSG Antinike, Michael Braune, FSV 63 und Waldo. Wir haben ein 0:3 gesehen vor vier ganz vielen Zuschauern. Vielleicht am Ende ein, zwei Tore zu hoch, aber an der Rechtmäßigkeit des Sieges, so ist meine Einschätzung, gibt es wahrscheinlich nicht zu deuten. Aber es kann durchaus sein, dass beide Trainer es ein bisschen anders sehen. Carsten, was für dich ist das Wort? Ja, vielen Dank. Ja, zum Spiel erstmal. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal hier im Liebenstadion war. Nee, ne, Respekt vor dieser Anlage. Also wir sind natürlich nicht so beseelt von so einem tollen Stadion, wo es Spaß gemacht hat, hier zu spielen. Wir sind, wie ich finde, ganz ordentlich in die Partie gekommen und wie jetzt bin, ja, nehme ich meine Floskel im Mund, so wie der Fußball eben ist. Luckenwalde hat eine Riesenmöglichkeit, in Führung zu gehen. Wer weiß, wie das Spiel dann läuft und wir machen im Gegenzug dann sicherlich ein schöner ausgespielten Konter. Dann war es ein Spiel, wie ich finde, ja, fast schon auf Augenhöhe. Wir hatten zweite Halbzeit auch in der einen oder anderen Situation Glück und am Ende waren es dann zwei Konter, wo es darum ging, klar, Luckenwalde hat alles nach vorne geworfen und wir haben dann eben zweimal nach eiskalt zugeschlagen. Am Ende bleibe ich dabei und das mache ich auch gerne an dieser Stelle nochmal. Ich habe es im Hinspiel, vor dem Hinspiel gesagt, sage es auch heute. Ich mag den Luckenwalder Fußball, wie die Mannschaft spielt. Das macht einfach Freude. Wir befassen uns ja viel mit den Spielen, werden sie aus, gucken uns das an. Und das wollte ich hier unbedingt nochmal loswerden und weiterhin dann viel Erfolg auch für die kommende Saison, wo wir uns ja hoffentlich wiedersehen. Dankeschön. Carsten, schönen Dank. Michael, eine Regelung von so einem Routine auf diesem Posten. Ja. Wie sieht deine Einschätzung aus? Du warst ein bisschen angefressen bei den Vereinen. Ich glaube, das ist normal, wenn man verliert. Erstmal danke für den Blumenglückwunsch an der Klinike für den für mich meinen verdienten Sieg. Ich kann es kurz machen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit schon haben wir relativ viele Probleme, weil wir bei der Klinike auch anders erwartet haben. Da waren sie gut in Bewegung, vor allem im Ballbesitz. Da hatten wir auch unsere Probleme, aber da hat uns der Klinike leben lassen. Dann ist es, wie Carsten gesagt hat, also wir müssen. Wir müssen 1-0 machen, sind im Strafraum, bekommen den Ball nicht an Mann und der Gielicke macht einen Konter, das 1-0 kurz vor der Halbzeit. In der Halbzeit haben wir ein bisschen was angepasst, wie wir der Gielicke anlaufen wollen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert und dann war, muss ich sagen, war meine Mannschaft eigentlich am Drücker. Wir hatten dann 3-4 Chancen und dann musst du halt einfach mal ein Tor machen. Und wie es dann gehen kann, haben wir dann selber erlebt, indem er Gielicke 1-2 Konter ausgespielt hat und deswegen hier natürlich auch verdient gewonnen hat. Ebenso, danke. Fragen hier aus dem Auditorium gibt es sicherlich keine, Presse ist wie da. Dann wünsche ich uns am besten auch für den letzten Spiel, den möchte ich. BFC. Okay, BFC. Noch sind sie dann nicht durch. Naja. Ist schon klar. Alles Gute. Wir haben ein tolles Spiel, trotz alledem gesehen, von zwei spielerisch starken Mannschaften. Und wir freuen uns im nächsten Jahr wiedersehen zu können. Bei besserer Gesundheit. Kommt gut nach Hause. Bis dahin. Schönen Sonntag. Danke.